Kaba, das heißt Innovation. Seit der Gründung überrascht das Unternehmen dank seinem feinen Gespür für die Bedürfnisse des Marktes immer wieder mit innovativen Produkten. Kaba ist damit zu einem Schrittmacher der gesamten Sicherheitsindustrie geworden. 1934 erfindet Fritz Schorri das Wendeschlüsselsystem. Eine Revolution für die gesamte Branche. Denn zum ersten Mal spielt es keine Rolle mehr, wie man den Schlüssel in das Schloss steckt. Es funktioniert. So oder so. Ein weiterer Paukenschlag ist die Erfindung des Drucktastenschlosses. Anstelle von Schlüsseln drückt man nur noch auf Tasten, um das Schloss zu öffnen. Das zuerst rein mechanische Schloss wird über die Jahre zu einem elektronischen weiterentwickelt. Heute ist es der Standard in allen angelsächsischen Märkten und hat sich auch in Asien gut etabliert. Kaba hat die großen Trends in der Technologie immer wieder als erstes Unternehmen erkannt. Aber eben nicht nur erkannt, sondern auch rasch und oft als erste in erfolgreiche Produkte umgemünzt. Neue Produkte sind das eine. Kaba hat aber auch ganze Technologien selber entwickelt und so die Standards in der Sicherheitsindustrie entscheidend mitgeprägt. Neben der Technologie sind es die großen gesellschaftlichen Trends, die das Unternehmen zu Innovationen inspirieren. Globalisierung, Urbanisierung, Mobilität, Ökologie und ein wachsendes Bedürfnis nach Sicherheit. Im Grunde sind es zwei Triebfedern, die bei Kaba immer wieder Neues hervorbringen. Unbändige Neugier und der ständige Gedankenaustausch mit dem Kunden. Das Resultat sind neue Produkte und die ständige Weiterentwicklung von bestehenden Produkten. Damit ist Kaba zur etablierten Technologieführerin geworden. Und diese Reise ist nach 150 Jahren Kaba noch längst nicht zu Ende.